Ich habe davor Tanzschule gemacht, war dann lang im Büro und bin dann vor ca. 4 Jahren ehrenamtlich zur Rettung gegangen. Und dort ist mir halt einfach aufgefallen, das Medizinische ist brutal meins, hat mir brutal gefallen. Und durch das eine habe ich mich dann doch entschieden, um noch meinen Kindheitstraum erfüllen und dann doch noch Krankenpflegeschule anzufangen. Zuerst lernen wir halt in der Schule den theoretischen Teil und viel praktisch. Wir haben so Demoräume, das können wir dann alles zuerst üben. Und wenn wir dann ins nächste Praktikum kommen, können wir das dann natürlich umsetzen und können mit dem diplomierten Personal im Krankenhaus dann nochmal festigen. Man hat eine gewisse Anzahl von Stunden, die man in die gewissen Bereiche ableisten muss. Bei uns in der Schule teilt das ein Lehrer ein. Beispielsweise, ich buche 200 Chirurgiestunden und dann wird er mir auf Chirurgie noch einteilen und interne Stunden. Also es ist ganz verschieden, wo man reinkommt. Ich würde mich auf jeden Fall noch einmal entscheiden, um die Ausbildung zu machen. War die beste Entscheidung überhaupt.